Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier in Trübach zu dem Baumschnittkurs, den wir ausgeschrieben haben. Die Ausgangslage war ja die, dass wir die politischen Gemeinden immer wieder junge Bäume ab. Und wir haben dann auch gesagt, nur gerade Bäume abgesetzt, ist noch schnell, aber die brauchen Pflege und Erzeugung, die Bäume. Sonst nützt das gar nichts. Und darum haben wir gesagt, wir probieren das mal Baumschnittkurs auszuschreiben. Und das war ja ein super Erfolg. Wir haben fast 200 Anmeldungen, machen jetzt das an 8 Kursen. Das ist der 5. in der Region Werdenberg und Zergaserland. Eigentlich ist falsch Baumschnittkurs. Eigentlich müssen wir ja sagen Baumerzeugungskurs. So. Weil die Bäume können ja aus der Baumschule, oder? Und können nachher zwei und ihr müsst neben noch erzeugen, oder? Hier haben wir zwei erfahrene Erzeuger da. Die sind aufgewachsen mit der Baumschere, unsere Kursleiter. Da sind wir sehr froh, dass wir in der Region Leute haben, die das weitergeben können. Ihr seid vielleicht zum Teil professionelle Bauern, die Bäume haben, die die landwirtschaftliche Schule schon da gelernt haben. Und vielfach sind wir vielleicht auch solche, die daheim im Hausgarten jetzt einen Obstbaum haben, die gerne wüssten, welches Ästchen darf ich abknipsen. Und darum ist wichtig, dass ihr auch fragen, wie ist jetzt das genau, was für Fehler kann ich machen, wie darf ich hier reinhauen. Ich mache einen kleinen Theorieteil, der geht so lange, bis die Sonne dann da ist. Und nachher gehen wir an die praktischen Bäume. Da hat es ja wunderbare Hochstammobstgarten, da sieht man in der Region nur so viel. Früher, wenn ihr alte Bilder anschaut von diesen Dörfern, da ist ja alles Hochstammobstbäume am Hang noch. Und die sind halt verschwunden, aus wirtschaftlichen Gründen vor allem. Und die sind, es braucht einen grossen Aufwand, um die zu pflegen. Und andererseits muss natürlich die Bevölkerung auch den Most trinken, den es gibt, oder, von diesen Bäumen. Oder? Das wäre dann gerade mein Appell noch, wenn ihr heimgeht. Süßgetränke weg und viel mehr Most aus der Region trinken. Gut, jetzt gebe ich das Wort weiter. Besten Dank. Ja, zuerst die Grundlegen, oder? Wir haben einen Hochstamm und wir haben, wie es unten schön steht, 3 bis 4 Leitäste, wo das ganze Gerüst und eigentlich alles tragen muss. Und an diesen Leitästen ist noch das Fruchtholz dran, das dann unsere Früchte trägt, also das Viehholz mit den Blütenknospen. Und der Aufbau, wenn man Baum pflanzt, geht irgendwo 10, 15 Jahre, wo man eigentlich nur am Pflegen ist, am Aufbauen, ohne dass er noch grosse Früchte trägt. Und das ist eigentlich die grosse Herausforderung beim Hochstamm oder bei den Obstbäumen, die man ein bisschen hat. Weil man zuerst muss 10, 15 Jahre arbeiten, bis es dann mal ein bisschen Obst gibt. Ja, wenn man es nicht richtig macht, dann hat man hinten raus viel mehr Probleme, oder? Weil wichtig ist, dass die Leitästen hier rund 45 Grad Steigung haben. Und eben steigend sind, gerade am Anfang sehr wichtig, weil wenn die nicht steigen, dann fängt es überall an, quer wachsen. Und sonst sind die eigentlich der Chef, oder die höchsten Punkte des Baums sind die Chefs. Weil sie wollen ja zu neu wachsen. Und durch das kann man es ein bisschen steuern und man hat dann einfacher feines Holz. Und was auch ganz wichtig ist, ein Mitteltrieb, der sollte schön gerade in Ui wachsen und dass wir die Äste aus dem Mitteltrieb raus möglichst flach haben. Man kann aus der Mitte raus nicht nochmal Äste brauchen, die starr sind, die wieder auf dem Wachsen und nachher eigentlich hier vor der Leitäste rein und wieder so weg, starten und wieder Zug machen. Weil es nimmt uns viel zu viel Platz weg, hier oben im Baum hin, dass wir das Licht nur nachbringen. Und das Licht nur nachbringen ist ein gutes Stichwort. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir eine gute Durchlüftung haben vom Baum, dass der Baum schneller trocknet. Weil dann hat hier der Pilz, Pilzkrankheit, dann viel weniger Zeit, um sich festzusetzen auf den Blättern, wenn er schneller wieder abtrocknet. Und so kann man eigentlich schon ein bisschen vorbeugend Pflanzenschutz betreiben, dass der Baum länger gesund bleibt und durch das geht es ihm auch besser. Und die Früchte werden noch besser, wenn der Baum noch Blätter hat bis im Herbst. Und nicht im Sommer schon alle verliert wegen irgendwelchen Krankheiten. Ja, ja, und wenn wir jetzt anfangen, beim frisch gesetzten Bäumchen zum Sitzen,
ist natürlich sehr wichtig, dass wir es richtig setzen, gute Stecken geben, dass er angebunden ist, dass er nicht in jedem Luft wie jetzt so macht, dann kann er nicht anwurzeln. Und nachher suchen wir eigentlich schon die 3 bis 4 Leittests raus, wo man nachher will erzeugen, dass es so Leittests gibt und die Mitte natürlich. Die 3-4 Leittests sollten gleich stark sein, gleich dick heisst es, und ungefähr die gleiche Steigung haben, ist von Vorteil. Manchmal kann man auswählen, wenn man einen Baum kauft, hat es 5-6 Äste dran. Und wenn er halt weniger schön ist, hat er im schlimmsten Fall nur 2 oder 3. Und selbst ist, wenn man auswählen kann, halt eher die schöneren ein, aber ja, das ist noch schwierig. Denn manchmal hat man halt einfach den Baum, ja. Und jetzt, dass wir die Leittest und den Mitteltrieb möglichst stark kriegen, tun wir die fördern mit dem Schneiden. Also wir tun es anschneiden, dass wir das Wachstum anregen. Und den Schnitt tut immer das Wachstum anregen. Das machen wir im einjährigen Holz. Also das Holz, das im 23 gewachsen ist, in dem einjährigen Zuwachs, wo wir eigentlich ein Drittel bis die Hälfte wegschneiden, auf die starken Knospen, die es dort in der Mitte des Einjährigen hat. Und das gibt uns dann wieder einen starken Trieb. Und da ist eigentlich so das Ziel, dass man die ersten 10 Jahre jedes Jahr die Leittest und die Mitte wieder anschneidet und fördert, dass die Leittest stark werden, weil so ein ausgewachsener Baum, Äpfelbaum, 300-400 Kilo ist eigentlich nicht so das Problem, dass er Äpfel hat, wenn er gepflegt ist. Ja. Und ja, wichtig ist auch, dass man die Leittest eben nur eine Fortsetzung züchtet, dass der jeden Ast eine Spitz hat. Und nicht da vorne von 3-4 Vergabelungen und Bäsen weiter züchten. Weil dann haben wir nachher irgendwann so dicht, dass eben das Licht nur reinkommt. Und da, ihr seht es jetzt so da, da ist jetzt ein Fahriger, ein Konkurrent, wo man hat müssen wegnehmen ganz, dass das Mitte ist Licht höher als die Leittest. Das ist schon noch zum sagen. Die Mitte sollte eigentlich so eine Handbreit, maximal Scherenlänge, Scherenlänge länger sein oder höher sein. Eigentlich als die Leittest. Die Leittest sind so in dem Bild jetzt ja da auf dieser Höhe und die Mitte ist ein bisschen höher. Und da ist eigentlich, sollte man die ersten Jahre, jedes Jahr berücksichtigt man da wieder, dass man es gleich stark behalten kann. Weil sonst hat man schnell, dass ein Leittest die Überhand nimmt, das doppelt wächst und einen verhungert. Und dann haben wir ein Ungleichgewicht und der Baum ist ungleich schwer rundum. Und dann hat man zumal alles Gewicht auf einer Seite und dann ist halt das Alter auch nicht super. Darum probiert man es, dass alle 3-4 Leittests rundum eigentlich gleich stark behalten kann. Und dann schaut man, dass man die gleiche Höhe hat, weil der Höchste ist immer der Stärkste. Darum sollte man es gleich bleiben und nur die Mitte leicht höher. Wenn man die Mitte zu lang lässt, dann ist die Mitte der Chef und die aussen dran verhungern alle, weil sie nicht genug gefördert werden. Darum muss man die Mitte eigentlich eher ein bisschen kurz behalten in den ersten Jahren, dass die Leute mit werden und noch genug stark werden. Es hat hier noch einen Zugast drauf, da ist eigentlich ein fahriger Ast, so quasi, den wir nicht brauchen für die Leittest. Aber da lässt man explizit den Bäumen zum Anfang, dass er die Blätter hat, dass er Photosynthese machen kann. Um dem Baum eigentlich einfach helfen, dass er gut anwachsen kann und schneller in den Schuss kommt. Weil das ist das erste Jahr ja eigentlich das Ziel. Wenn der Baum die ersten 2-3 Jahre verhockt, hat man eigentlich schon fast verloren. Dann ist es sehr schwierig, den nochmal in Gang zu bringen. Weil er einfach nicht vital ist. Dass er dann nachher noch in Gang kommt, ist schon länger, ist schwieriger, je älter dass er wird. Ja. Und wenn ein Baum gut startet, die ersten 2-3 Jahre, dann muss man nachher nur noch schauen, dass das so weitergeht. Und dann ist es viel einfacher. Da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen ausholen mit dem gut starten. Der Baum
Also Mäus mag er gerne nicht verleiden, der Obstbaum, das ist schon so ein bisschen Ötschis. Nein, halt Ötschis in den ersten 2-3 Jahren, ja, da lange fast eine Woche. Maus unter dem Baum hin, dass der Baum nachher säbelt. Und auch ein bisschen gut Nährstoff und guter Baden hilft halt dem Baum schon massiv. Also an der Gebirgenbaum, wie wir hier drin haben, der gibt es nicht von ungefähr, oder? Dann muss der Baden recht gut sein drunter und er muss gut gepflegt worden sein einmal, sonst wird er nie im Leben so gross, oder? Wir sind ja, da kann man 40-jährige Bäume haben, die 4-5 Meter gross sind, oder man kann bei gewissen Spezialisten zu Mühlen oder dort in der Umgebung unten zu ein bisschen Badeseesicht und dann haben sie 15-20-jährige Bäume, die schon 10-15 Meter groß sind und schon tragen wie verrückt, oder? Da variiert natürlich extrem und da braucht auch ein bisschen Nährstoff am Anfang. Und das Gras ist natürlich eine starke Konkurrenz zu den Bäumen in den ersten Jahren, weil sie im oberflächlichen Boden alles wegnehmen, eigentlich das Wasser und Nährstoff. Und darum wäre es in den ersten Jahren eigentlich von Vorteil, wenn es nicht viel Gras um den Stamm herum hat. Allgemein Gras und Bäume herum ist eben auch wegen den Mäusen schwierig, weil man dann die Mäuse nicht sieht. Und die Maus sucht immer Schutz. Die Maus schläft immer irgendwo ins hohe Gras rein, wenn sie kommt. Und wenn sie um beim Mummi hohes Gras hat, dann hockt sie gerade schon zuerst rein. Ja, eine gute Katze oder so eine gute Mausfalle. ja. Führt leider nichts drum um mich. Ja. Ja, jetzt auf dem. Das ist jetzt einfach ein Jahr später. Man sieht hier, dass eigentlich man genau das Gleiche wieder macht. Aber das vermitteln wir dann fast mehr nachher in der Praxis. Man geht jetzt explizit nur an die Leittest und Mitteltrieb her, wo man noch fördert, wo man anschneidet. Eigentlich tut man nur die 4 oder 5 Äste in den ersten Jahren fördern. Das sind nur die Leittest und die Mitte. Dass man die gross und stark herbringt und alle anderen sollten möglichst klein bleiben und ruhig bleiben, dass sie nicht unnötig wachsen, weil dann das ist im Baum hin, ist da im Gegensatz, also ist eine Art so ein bisschen Gegensatz. Wenn er einen Haufen wächst, trägt er nicht gerne Früchte und wenn er wenig wächst, ist er sehr generativ und trägt sehr schnell Früchte. Darum probiert man eben auch immer Holz am Baum zu schauen, wo älter wird, wo dann eben auch Früchte tragen kann. Weil im ersten Jahr, der letztes Jahr gewachsen ist, trägt dieses Jahr keine Früchte. Da muss sie erst 2- oder 3-jährig werden, beim Hochstamm mehr 3 Jahre als nur 2-jährig, bis es dann Blüten gemacht hat. Und das ist so ein bisschen wichtig. Was sonst noch zu sagen ist vom Wachstum her, je steiler der Ast ist, desto mehr wächst er und desto flacher, desto weniger. Das heisst, wenn das Wachstum bremsen, kann man den Ast auch anbinden. Dann bremsen sie das Wachstum und je steiler dass er steht, desto mehr wächst er einfach. Das ist natürlich, das ist immer so. Eben die Sonne und da wächst aufwärts, nicht abwärts. Und da kann man eigentlich sehr stark nutzen, weil es reagiert wirklich stark. Wenn man etwas anbindet, wächst es viel weniger und setzt viel schneller Früchte nachher an. Das noch so am Rande, weil meistens ist es ja so, dass der Baum dort nicht so wächst, wo er nicht sollte. Und dann ist es noch gerne so, dass man halt ein Schnürchen muss ansetzen, dass er dass man irgendwo ein Nest hat, das ruhig wird und dass er auch fruchten kann. Ja. Es kann sein, dass man einen einseitigen Zürcher runterbinden kann, nachher quasi das wieder ausgleichen oder geht das dann nicht mehr? Mal, das ist eine Möglichkeit, die man eben hat, dass die Leitesten ein bisschen gleich stark sind, wenn ein stärker ist, dass man der ein bisschen Fläche nimmt, dass er weniger Vorteil kriegt. Ja. Oder wenn jetzt ein gut, Nani ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, wenn du einen etwas lupfst. Es ist schwierig. Weil meistens ist er dann eher schon dünner, dass er schon benachteiligt ist. Aber kann auch funktionieren. Kann schon helfen. Oder durch das, dass sie dann alle auf der gleichen. Ist einfach, wenn alle auf der gleichen Höhe ist, ist die Chance viel grösser, dass sie gleich stark bleiben, neues Alter. Wir fanden immer beim kürzesten Leitast an.
Und den schneiden wir in die starken Augen hinein. Und dann sehen wir, kann man das Wachstum ausgleichen. Weil, wenn wir einen sehr Jahrestrieb haben, im vordersten Drittel sind die starken Augen. Und je weiter zurück, dass wir kommen, sind die schwächeren Augen. Vom Austrieb her. Und so kann man den starken ein bisschen bremsen und den schwächeren ein bisschen mehr fördern. Darum immer beim schwächsten Leittast anfangen. Der in die starken Augen schneiden und die stärkeren Leittast in die schwächeren Augen. Und so kannst du die Waage besser behalten. Und etwas ist noch zu sagen, wenn der schwächste Leittast zu unterst ist, wenn nicht alle so schön vom gleichen Ort wegkommt, wenn ein da wegkommt und ein kommt vielleicht da oben weg. Wenn der unterste der schwächste ist, der ist in 100 Jahren noch der schwächste. Da kann man also gut drauf gehen. Das ist nicht wie wir logischerweise überlegen, jawohl, der Saft kommt durch den Stamm, der erste Ast kommt zuerst dran, der kommt zuerst über. Das ist überhaupt nicht so bei den Bäumen. Der Saft geht möglichst geradeaus, zu oberst rein. Geradeaus. Ja, nicht um den Eck herum. Also kommt der viel mehr über, als der hier durchgeht. Man einfach der ja nicht zu hoch geholt und sonst ist der Klapp 3 Meter höher als die Leitkiste. Das kannst du eigentlich fast nur die ersten paar Jahre beeinflussen. Nachher ist es wie zu spät. Nachher hast du den Baum, der schon dick ist, Holz hat. Dann bist du eigentlich schon zu spät. Ja. Ja, der Zugast meinst du? Ja, ja, das, der kommt weg, wenn er stört. Dann, ja. Ja. Ja, ja, der ist. Vielfach ist er 4-5 Jahre ohne Probleme dahin. Dann bist du dann halt je nach Baum. Manchmal hast du schon 2 Erfahrungen. Oder einen, der mitwächst und dann eigentlich erst stört, wenn er dann das erste Mal Früchte reitet und dann irgendwo anlampet. Ja. So, aber die kommen eigentlich dann weg ins Alter. Ja. Ganz weg? Ja. Ganz am Stamm zu, sauber weg. Ja. Gut, dann würde ich sagen, tun wir die Gruppe halbieren. Die Hälfte kann mit dem Florian gehen und die Hälfte kommt mit mir. Wir würden sich so trennen, dass nicht alle noch beiden Arten lassen. Und jetzt sehen wir schon den grossen Unterschied zur Theorie. Bam wächst nie so wie schön wie auf dem Blatt. Kommt natürlich auch noch auf die Sorte drauf an. Oder jede Sorte hat noch mal ihre Eigenheiten vom Wachstum her. Und nachher auch Standort. Bei uns sind noch alle Bäume so ein bisschen schief. Aber vom Westwind, nicht von dieser Seite wie hier. Aber ja, ist dann halt einfach so. Und je nachdem, ja. Aber das ist halt die Praxis, da muss man das Beste daraus machen. Das geht uns nicht anders, oder? Es ist keine Maschine, der Baum. Es ist Natur, da wächst jede Sorte anders. Und da gibt es also nur von Sorte zu Sorte nochmal sehr grosse Unterschiede schon. Schauen, was haben wir da, wo haben wir die Leittest. Was mir jetzt hier gerade auffällt, oder? Alle Leittests, die man mal ursprünglich die 3, wären ja eigentlich tipptopp. Schön nach Schulbüchlein 3 bis 4. Wir haben hier 3, es haben lange. Aber die sind jetzt sehr flach. Oder die haben nur, jetzt schon nur die 45 Grad Steigung. Und da ist ein bisschen das Problem, dass sie dann im Alter noch viel mehr ankommen, oder? Mit dem Gewicht der Nöpfel. Und selbst ist. Darum sollte man schauen, dass man am Anfang möglichst steil die einziehen kann. Ja. Und sonst muss man jetzt nachher Leittast nehmen. Und eigentlich so eine Farbe, die wir von immer vom Spitz her anschneiden beim Leittast. Wir definieren den Spitz. Und dann nachher den Ast zurückschneiden. Ja. Ja. Du probierst jetzt quasi probieren, fast nachher mit Latten oder was noch richten, oder? Der Leittest. Ja, kommt darauf an, was als Mitte. Ja, ja. Oder die Leittest. Also hier bei diesem Baum. Ja, die Leittest sind sehr flach. Oder ich sage jetzt langfristig muss man hier schauen, dass die steiler werden. Sonst haben wir ein Problem.
Also die Leitest wäre eigentlich schöner, wenn sie so wären die ersten Jahre, oder? Klar, der hat jetzt auch nicht sehr viel gewachsen. Also Sebi ist ja vielleicht noch das. Einjährig. Was ist einjährig, oder? Wir haben einjährig, der letztes Jahr gewachsen ist, jetzt von hier weg raus. Ist das Jahr gewachsen. Letztes Jahr gewachsen. Und da auch so, oder überall zu aussen der Triebli. Aber das sind jetzt nicht, ist kein halber Meter, oder? Und eigentlich wäre es gut, wenn die in den ersten Jahren der Leittast an sich einen halben Meter wächst. Und eben am besten nur der Leittast, nicht noch einen Haufen falsch, ich sage jetzt einmal. Ja. Aber es ist ja normal, wenn der Baum wächst, dann wächst er überall, oder? Du meinst eher der hier, oder? Ja, und dann wie machst du das? Das ist noch schwierig. Ja. Ja, das ist spät. Also da, ja, klar, wenn du kannst. Aber das ist immer so ein bisschen der Kompromiss, den man hat. Wenn man. Ja, man hat einen Unternutzen, man hat hier eine Wiese, wo Tier hat, wo gemeint wird. Dann kannst du nicht überall stützen und Ding brauchen, das habe ich auch nicht gerne, oder? Und das muss man anders lösen. Also ich schaue es jetzt eher an, dass wir hier weitergehen mit der Mitte. Weil der ist recht, ist schöner gerade als diese Seite und hat hier ganz schön gewachsen, oder? Da ist von hier weg, ist einjährig. Hat er gewachsen und dann nehmen wir hier eine Mitte auf und dann ist halt dann der hier Fehlenplatz. Der passt nur mit der Bombe hier, weil die Leittest sind unten. Also muss man schauen, dass wir nur einen Kranz Leittest haben, oder? Mit der grossen. Man kommt nicht hier Leittest haben und auf dieser Höhe hier zwischen den geht wieder den nächsten aufbauen, weil sonst haben die untersten kein Licht mehr. Aber auf und schneiden tun wir eigentlich immer mit der Leittest, mit dem Schwächsten. Ja, dann wäre der bei mir oder eben auf der anderen Seite. Und was jetzt sehr wichtig ist, wir fangen immer beim Spitz an schneiden und kommen vom Spitz her zurück. Und jeder Ast am Baum sollte eigentlich wie ein Pfeil sein, vorne ein Spitz, nicht wie jetzt hier ein, zwei, drei, so quasi. Sondern ein Spitz und gegen hinten Tür etwas breiter werden. Und so bringen wir das Licht noch ein. Wir wollen ja, dass der Leittast aufwärts wächst, eigentlich zuerst. Dann ist für mich da der Spitz und nur das, weil der ist mir viel zu flach. Das heisst, da der Konkurrent, der erste muss schon mal sicher weg. Vorne das Tür nehmen wir auch weg. Und jetzt haben wir gesagt, im einjährigen Holz tun wir das Wachstum fördern, wenn wir anschneiden. Das heisst, wir müssen hier ins einjährige Holz einschneiden auf eine Knospe, die gegen aussen geht. Also so aussen wächst und uiden. Und die zwei Knospen, die einwärts wachsen, die nehmen wir weg. Die breche ich einfach mit dem Fingernagel raus. Und so ist eigentlich hier vorne der Ast gefördert. Und jetzt hat es hier schon ein Anschauungsbeispiel, kommt er sonst geschwind um mich ein. Schmelltau. Pilzkrankheit mit so weissen Pilzsporen auf dem Holz. Der überwintert so am Holz, der Pilz. Und im Frühling befällt er gerade wieder der Neutrieb. Und das ist eigentlich ein bisschen das grosse Problem von diesem Pilz, weil er gerade direkt am Holz hockt, muss er nur 5 cm führen und gerade wieder auf die jungen Plättli hocken. Und dann haben wir ihn gerade schon wieder. Im Idealfall wegschneiden. Den Boden fallen lassen, dann kann er verrotten. Um den hier schön zu fördern, muss man eigentlich den Seitenast wegnehmen. Wenn wir den lassen, haben wir hier keinen klaren Chef von diesem Ast. Und den Ast hier vorne irgendwas, also schlank schneiden, kommen wir schon bei den Ast. Aber wir tun jetzt nicht hier irgendwo in die Hälfte, ja, jetzt ist hier der Chef und der ist kürzer. Wenn wir das so machen, dann wächst es hier einfach ein Haufen und nicht einmal sicher hier. Und da muss man aufpassen, die Seitennäste allgemein an den Bäumen, sei es an der Mitte oder an der Leittest, entweder kommt er ganz weg oder er bleibt.
Aber in die Mitte schneidet man eigentlich nie. Weil da gibt nur Holz aus diesem Schnitt. Da gibt nur Triebwachstum, das wir hier nicht wollen. Wir wollen, dass der Ast hier wächst und der Leitast gross wird, nicht der Seitenast. Darum schneiden wir die ganzen weg. Klar fördert es die auch, aber das ist weniger tragisch. Ja. Je grösser das der Schnitt ist, desto grösser ist die Reaktion daraus raus. Und der Saft, der dann nicht in den Rest konnte, der geht irgendwo hin. Und der geht jetzt, in diesem Fall, geht er eben für und da rein, wo wir eigentlich wollen, und nur hier seitlich raus. Aber wenn man den Rest so in der Hälfte abschneidet, er bückt genau gleich wie letztes Jahr dann eben auch hier aus. Aber dann kann er hier einfach in der Hälfte um und um fort und dann gibt es hier Routen. Und dann habe ich vielleicht hier etwas Routen, aber hier auch. Ja, und dann, was mache ich denn? Oder nächstes Jahr muss ich jetzt daran denken. Dann habe ich nächstes Jahr hier wahrscheinlich 3 Routen, wenn ich der so geschnitten hätte. Dann muss ich wieder 2-3 abschneiden. Dann habe ich erstens alle Arbeit und da hat es allen Haufen Lob und ist dicht. Und dann bringe ich das Licht und die Luft nur hinter. Wenn man dieser Größe ist, ist es noch nicht so tragisch wegen der Luft, aber ins Alter ist es halt entscheidend. Ja. Wenn man die schlanken Äste hat, ist es viel einfacher zum Schneiden. Eine Schere ist relativ kurz und alt, was nicht viel mehr als eine Schere oder 20 cm gewachsen hat. Da kannst du eigentlich drauf gehen. Letztes Jahr 10, 20 cm gewachsen, wächst nächstes Jahr nicht viel mehr. Da muss man unbedingt schauen, weil sonst hat man nachher ins Alter nie mehr Fruchtholz, das die Früchte tragen kann. Darum muss man möglichst viele feine Sachen dran lassen. So, und jetzt mit denen geht es eigentlich wieder gleich. Da ist ein bisschen, oder? Man kommt zurück und man trägt eine längere Breite werden. Was jetzt hier einfach ein bisschen ist, jeder Seitenast hat eigentlich den Spitz. Bei diesem Baum ist es jetzt echt ein bisschen problematisch, weil er überall ein bisschen Mehltau hat. Weißt du, auch wie jetzt der hier, der hat das letzte Jahr hier gewachsen. Das wäre nicht einmal ein Problem im Verhältnis zu dem. Da ist mir das Problem, ist einfach alles voller Mehltau, darum nehme ich jetzt komplett weg, dass ich hier meinen Ast so habe. Und hier außen mache ich einfach eine Spitz, Nummer 3. Der hat mir eigentlich ein all 3 Mehltau. Der auch. Da nimmt jetzt einfach so den Mehltau weg und gut ist. Dass der Ast wieder schlank ist. Wenn du jetzt den Mehltau wegnimmst, kannst du sein, dass du auf das 2-Jährige zurückschneiden musst, oder? Ja, eigentlich brichst du einfach vorne den Mehltau so weg, ja. Aha. Also der Mehltau ist nur im 1-Jährigen. Ja, das Pilz allgemein sind immer im jungen Holz und an den jungen Plättchen, weil es einfacher ist, zu mir zu kommen. Und dann kannst du einfach vorne, die kann man auch gut einfach so abbrechen. Aber wenn man hochstürmt, kannst du dann nur jedes Ästchen dann wirklich den Mehltau sauber wegnehmen. Dann geht in den Obstanlagen, wo du Niederstamm hast, wo du überall dazukommst, da hast du natürlich fast null Toleranz, dass du das sauber hast. Das nicht schon mit einem hohen Druck startet in die Saison. Ja. Jeder Schnitt, den wir machen, tut Wachstum anregen. Also da haben wir die zwei, die wir nicht brauchen, die wir als Zugast jetzt so anbinden, da haben wir nicht schneiden. Das sind dann die ersten, die Früchte tragen, weil sie eben weniger wachsen. Ist noch interessant, gell? Ja, ist sehr interessant, ja. Also, man stellt sich das ganz anders vor, ja. Also, da kann man viel lernen, wenn man auch zulässt, ja. Wenn ich jetzt das zulässt, weiss nicht, wie es dir geht, aber hochkompliziert, gell? Also, ja, es klingt alles logisch, aber wenn man so ein Bäumchen steht und dann sieht man die Spitze, also kann man trügen, gell? Ja, ich hätte es so nicht erwartet. Ja, ich denke, es ist relativ einfach. Man muss auch da oder dort schneiden. Aber ja, es gibt ja auch noch Überlegungen, warum wachsen Bäume, wo wachsen und warum. Ja. Und was man rausholen kann, ist noch interessant. Oder respektive, was man kann eben quasi versiechen kann. Es ist eine lange, lange Geschichte. Es braucht einen langen Atem. Fast wie in der Politik eigentlich irgendwie. He? Ja, könnte man so sagen. Ja, ja scheinbar ist die Pflege dann aber doch ganz zentral. Also von klein auf muss man die Bäume richtig pflegen, damit sie nachher auch Früchte haben. Das ist schon sehr eindrücklich. Ja. Hast du daheim auch Bäume? Nein, ja, nur Feigenbäume. Sonst habe ich keine mehr. Nein. Das Rötli
er kommt nie. Was er will, er muss nicht den Baum ein Rütli abhauen. Einfach den Steckli stecken, wenn ihr merkt, da ist weich. Einstecken. Und wenn es reingeht, hohl ist, ist sicher ein Mausgang. Dann lassen wir das gleich stehen. Morgen gehen wir wieder schauen und wenn es angefressen ist, hat es sicher Mäuse. Und dann aber sofort dahinter, sonst ist dann der so Bämli ist dann in zwei Tagen fort. Und der dicke Baum, der Baum da hinter der Strassenlampe da, den fressen sie ohne weiteres im Winter, also im Frühling gar nicht mehr geht. Und tut mir nichts im Winter, meistens. Oder gehst du eben selten schauen, jetzt geht ich hier nicht mehr schauen. Aufbessern mit dem Mausschwanz. Mit dem Mausschwanz? Pro Schwanz 2 Franken? Ja. Das habe ich früher auch gemacht. Die Müsse noch schlauer geworden. Aha. Mit den alten Fallen bringst du sie noch mehr. Heute musst du eine röhere Falle haben von der Lande im Besten. Also dann sind 2 Franken verdient pro Schwanz? Ja? Effektiv, heute ist es härter als früher. Ja. Überschnappt. Eben den Knopf machen, nochmal einen drauf. Dass er nicht zufallend ist. Einfach nochmal wie ein Schuhbändlein drauf. Dann kann der Knopf nicht zurutschen. Und wenn ihr nicht überschnappt, zuerst rutscht er zu. Für was brauchst du den Knopf? Also nicht zurutscht hier oben am Ästchen, also nicht das Ästchen unterbindet. Also das Ästchen nicht unterbindet. Der muss heben, der darf nicht rutschen und so hier. Sonst wächst das Schnürchen ein und schnürt den Saftstrom ab. Echt ist der. Von der Dicke her und von der Länge her. Der stärkste ist der hier, der höchste, oder? Und den muss ich jetzt einfach noch mal entfernen, dass mir der Leiter genug Kraft kriegt. So, für lassen wir den jetzt hier noch mal sein. Den können wir behalten. Dann wäre der Leiter eigentlich auch schon geschnitten. Wir haben hier vorne den Spitz. Hier vorne ist schön schlank. Feine Sachen um alles dran. Und gegen hinten die längere, die breitere oder längere Nist hier. Da hat es noch so ein unverholztes Triebchen, das nehmen wir weg. Und jetzt schauen wir mal unsere Mitte an. Wir haben ja grundsätzlich ist er hier mal aus einer Gabel rausgekommen. Ist weiter gewachsen und auf der Seite halt schwer geworden. Vielleicht ist er mit dem Luft ein bisschen gekommen, vielleicht ist schon mal ein paar Früchte gehangen, dass er auf diese Seite gezogen hat. Und da ist eben am Anfang, darum wird man beim Hochstamm eigentlich auch nicht zu früh Früchte, wenn man ein bisschen einen grossen Baum will haben, wenn man den Platz hat. Weil zuerst muss man aufbauen, die erst stark machen, dass sie neben stehen bleiben, wenn sie die Früchte tragen. Weil sonst verkehren sie auf alle Seiten. Und beim Hochstamm ist eigentlich immer schon das Ziel, wenn man den Platz hat, dass man ihn zuerst gross macht, weil dann hast du nachher auch ein Ertragspotenzial. Und wenn er so klein bleibt, wenn man den nie schnitt, dann ist der auch in 10 Jahren noch nicht viel grösser als der Baum jetzt. Aber dann kann es halt auch nie, dann ist 50 Kilo schon viel, oder? Mit diesen Bäumchen. Der Hochstamm hat eigentlich die ersten 10 Jahre nicht viel Frucht. Im Garten ist es halt nicht ideal, aber im Garten ist mir auch nicht darauf angewiesen, dass er, ich sage jetzt, 10 Meter gross wird. Und dann kann man so ruhiger schneiden, dass sie eben nicht so gross werden und schneller Früchte ansetzen. Aber das Ziel vom Hochstamm, ich sage jetzt, in der Landwirtschaft ist halt schon, dass er eine gewisse Größe erreicht. Dass du dann eben mal die 300-400 Kilo am Baum kannst ernten in einem guten Jahr. Oder? So, und für das wollen wir jetzt hier eine Mitte, die schön weiter wächst. Und durch das muss man jetzt hier den ganzen Seitenast eigentlich abhauen, dass wir wieder eine klare Mitte kriegen.
Also vielleicht zum nochmal drauf kommen wegen der Früchte und 10 Jahre warten im Garten, ich empfehle eher fast immer eigentlich einen Niederstamm zu setzen. Klar ist vom Anschauen her nicht das gleiche, aber man hat einfach viel schneller Früchte. 2-3 Jahre warten und dann gibt es schon Früchte. Und man hat nicht das Risiko, dass er zu gross wird. Weil beim Hochstamm im Garten hin ist einfach, ja, nach 10-20 Jahren kommt immer die gleiche Frage, er ist zu gross, was kann ich machen? Und Mittelstamm, damit man Rasen mähen? Ja, Halbstamm kann eben von bis gehen. Je nach Sorte kann Halbstamm und gutem Boden kann Halbstamm fast gleich aussehen wie ein Hochstamm, wenn er alt wird. Das habe ich auch alt schon gesehen in den Garten. Du hast zwar keinen Stamm, einen halben Meter Stamm, aber die Krone ist gleich gross wie ein Bosskopf. Wie bei einem Hochstamm, weil er einfach gut gewachsen ist. Dann ist er vielleicht noch ein bisschen zu tief gesetzt worden. Vielleicht noch ein bisschen zum Ausholen. Wegen dem Halbstamm und Niederstamm. Was ist der Unterschied zum Hochstamm? Da ist die Wurzel vom Baum. Ist der Unterschied, jeder Obstbaum ist veredelt. Ja, man sieht es jetzt gerade nicht schön. Jeder Obstbaum ist eigentlich veredelt und wir haben eine andere Wurzel als Edelsorte hier oben. Gut, ich weiss jetzt nicht, was das für eine Sorte ist, aber ich sage jetzt einfach mal, es ist Bosskopf. Und die Wurzel ist dann nicht Bosskopf. Das ist ein Sämlings, eine Unterlage, die man selektiert hat, die regelmässig, die schön wächst, ein gutes Wachstum gibt bei einem Hochstamm. Und dort drauf tut man nachher alle Sorten. Also die Unterlage ist eigentlich bei den Hochstämmen, die allen gleich. Einmal gibt es einen Bosskopf, einen Glockenöpfel, einen Bohnenöpfel oder was auch immer oben drauf. Aber die Wurzel ist überall die gleiche. Und bei einem Halbstamm hat man dann halt eben eine Wurzel, die etwas schwächer ist, aber gleich noch recht wüchsig ist eigentlich. Und wenn es dann noch in Kombination mit einer wüchsigen Sorte oben ist, kann es eben gleich noch eine stattliche Krone geben. Und beim Niederstamm ist das natürlich sehr eine schwachwüchsige Sorte, die sehr fruchtbar ist und sofort die Blüten ansetzt und treibt. Und durch das kannst du eigentlich mit einer gleichen Sorte Bosskopf, einen Hochstamm, einen Niederstamm oder einen Halbstamm machen. Aber dann ist wichtig, dass die Veredelungsstelle, dort wo die zwei Triebe in der Baumschule veredelt worden sind und zusammengewachsen sind, dass die über dem Boden ist. Dass sie nicht in den Boden gesetzt wird. Eigentlich gleich tief setzen, wie er in der Baumschule war. Wenn du den Baum kaufst, sieht man meistens, dass er so ein bisschen braun ist, ein bisschen eine andere Holzfarbe hat und auf die gleiche Höhe wieder setzen. Dann ist man schon gut dran. Weil wenn man es tief setzt, dann macht nachher oben die Edelsortenwurzeln. Wenn wir die Veredelungsstelle vergraben, dann macht die Edelsortenwurzeln. Und selbst ist dann wie ein Sämling. Einfach, dass wir nicht gleichmäßig haben, wie jede Sorte ein anderes Wachstum hat. Aber wenn es dann eben ein Bosskopf ist, dann wächst er gleich. Ein Bosskopf Grafensteiner ist von Natur aus wüchsig. Die wachsen fest und gehen lang, bis sie Früchte tragen. Und wenn man dann eben einen Halbstamm hat und er etwas zu tief gesetzt ist und gleich der Bosskopf oder der Grafensteiner anfährt, die Wurzel, hat man eben gleich einen Hochstamm im Garten. Und darum, ja, bei den Halbstämmen bin ich etwas skeptisch, weil dort sehe ich fast mehr derjenigen, die gross geworden sind, als die klein geblieben sind. Ja. Zum Mitte nachschneiden. Jetzt wollen wir, dass sie möglichst gerade halt durchwachsen, möglichst schön bleibt. So, und jetzt muss man eigentlich hier einen finden. Vielleicht kommen wir dann auch noch ein bisschen bescheissen. Ja, natürlich Fortsetzung mache ich jetzt der, den ich hebe. Konkurrent kommt weg, der zweite. Und jetzt ist das, was ich am Anfang gesagt habe vom Bild. Aus der Mitte raus, wenn man nur schwache Triebe. Dort kann ich nicht derige Triebe brauchen, die eigentlich stark werden, wo so wieder aufwärts wachsen. Entweder bin ich jetzt die mit der Schnur so aussen, hat jetzt auf dieser Seite wunderbar ein bisschen Platz, so aussen binnen, dass sie flach bleiben und anfangen zu fruchten.
und dass nur die Mitte wächst. Und in diesem Fall ist es jetzt aber so, die sind gleich dick wie die Mitte. Eigentlich wie der, den ich behalten will, ist der gleich dick. Da ist ein Konkurrent, der, die sind einmal zu der gleichen Stelle rausgewachsen. Direkt am Jahresübergang. Dort gibt es ja immer Konkurrenten. Dort, wo eigentlich der Jahrestrieb aufgehört hat von letztem Jahr und wo es wieder anfängt zu wachsen, dort gibt es gerne zwei. Das ist genau so eine Stelle. Und mit dem da ist es sehr schwierig. Der ist immer zu dick und immer zu schwer. Darum muss der eigentlich weg. So. Oder? Und bei dem da, da hat man letztes Jahr ist er abgebrochen oder geschnitten worden. Und dann sehen wir eben, das ist der, den ich vorher beim ersten habe will, ein bisschen zeigen. Wenn er nicht ganz wegnehmen, dann fängt er an zu wachsen. Also das Trieb ist alles letztes Jahr gewachsen. Der Baum hat nie einen, also neben dem Trieb hier von der Mitte, hat er nie so viel gewachsen wie der hier. Und der ist nur, weil man ihn hier auf die Mitte geschnitten hat. Das heisst, wenn er zu lang ist, kann man entweder so binden, dass er flach wird, dass er ruhig wird und Früchte trägt, oder sonst muss er weg. Aber die sind jetzt im Ansatz, ist jetzt ein bisschen schwierig. Weil wir haben hier einen grossen Weg geschnitten. Der Ansatz ist sehr steil. Der kommt wahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen mehr Saft über. Weil ich diesen Weg geschnitten habe, ja, geht ein Haufen Saft hier rein. Aber auch der profitiert ein bisschen. Also der hat eine obligatorische Schnur, wenn wir dahin behalten. Und ist schwierig, oder? Er macht hier so einen Bogen, ist nicht ideal. Aber was ich jetzt an diesem Baum einfach gesehen, ja, ich habe viel jetzt schon größere Schnitte gemacht und ein bisschen klargestellt, welche sollen wachsen. Aber wenn ihm der und der da ist, schon so ein Kompromiss hast. Ich habe fast nichts mehr, oder? Ich habe nur noch einen Brügel, wenn ich hier alle wegschneide. Darum muss jetzt die halt bleiben und der da ist eben auch noch so ein bisschen dazwischen, wo mir eigentlich überhaupt nicht gefällt. So. Gut, dann ich lasse es jetzt mal so, weil die Schnüre muss ich auch noch machen. Dann hat es hier am Stamm hat's mehrere Austriebe. Die kommen auch alle weg. Die glatten wegschneiden am Stamm, wenn man keine Seiten ist. Und dann zeige ich euch mal, wow, und unten Stockausschläge hat er auch noch. Also Austrieb, wo direkt zuunterst zum Stamm auskommt. Wenn wir so einen Zäpfchen lunden, haben wir nächstes Jahr nicht nur einen, sondern wieder vier. Darum möglichst tief. Am besten wäre es sogar mit einer alten Schere ein bisschen im Boden abhauen und fast ein bisschen zudecken. Jetzt ist das Trieb gleich wieder aus, aber weniger. Und sobald man so einen Zäpfchen lässt, einen Schnitt dieses Jahr, nächstes Jahr drei. Wenn du nächstes Jahr drei nicht sauber abschneidest, hast du nachher sieben und hast eine längere Mähe. Gut, und wenn wir jetzt so reinschauen am Baum. Ja, aber so klar drei Leitest hat er eben alle noch nicht. He? Hast du selber das Problembaum ausgewählt oder dein Vater? Nein, das ist. Ein Problembaum kannst du nicht sagen. Es ist Natur, jeder Baum wächst etwas anders und dann ist es einfach normal, dass er etwas krumm ist und schief ist. Aber ist es so. Das ist ein äußere Ohr. Und jetzt nehmen wir eben den Ast hier, der uns noch so ein bisschen zwischen den Leitest durchsteht und wir nicht recht wissen, machen hier einen äußeren Knopf. Und dann kommen wir hier so ein bisschen anbinden, dass er unter den Leitest ist eigentlich. Er darf ein bisschen steigen, weil sonst ist er viel zu schnell zu tief. Aber er sollte unter den Leitest bleiben. Dass die Leitest die Chefs sind. So.
Gut, und jetzt hat er noch keinen Spitz. So. Dann hat er auch noch einen Spitz. Und jetzt probieren wir noch ein bisschen die Mitte, ein bisschen mit dem hier also ein bisschen zusammenzuhängen. Kommen wir einerseits die Mitte ein bisschen gerader ziehen und der hoffentlich ein bisschen aufstellen, weil er flach genug ist. Und dann haben wir vielleicht gerade bei Problemen ein bisschen geholfen. So, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, wo wir ihn hier anhängen, dass es ein bisschen gescheiter Zug gibt. So, hier auch wieder schauen, dass sie überschnappt, dass er nicht zulaufend ist. Und nachher immer testen, kontrollieren. Gut, und jetzt haben wir dem hier ein bisschen geholfen, dadurch, dass er ein bisschen steiler ist. Ist langfristig sicher wichtig. Und die Mitte, ja, ist jetzt nicht viel gekommen, aber ist einmal nicht schlimmer geworden. Und was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist die Mitte angeschnitten. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Angeschnitten haben wir jetzt alle drei Leittests, aber die Mitte noch nicht. Und jetzt kann ich eigentlich drüber schauen, ich wäre irgendwo auf dieser Höhe mit den Leittests und über so eine Schalenlänge länger wäre eigentlich die Mitte ideal. Aber jetzt anschneiden tun wir nur im einjährigen Holz. Das heisst, einjähriges Holz ist leider nur von hier bis da und da von da bis da ist zweijährig. Wo es dann schon diese Seitenknaspe hat, ist zweijährig. Und jetzt gehen wir hier eben eigentlich in die schwachen Knaspen, machen hier so den Schnitt. Die zweite nehmen wir weg. Und jetzt haben wir ihn einfach möglichst kurz angeschnitten quasi. Und haben ein bisschen mehr weg, dass man die Mitte nicht zu weit rum ist im Verhältnis zu der Leittest. Gut, und dann haben wir hier den Kollegen noch, der von der Mitte rauskommt, der auch nicht wachsen darf, wo wir jetzt auch noch die Schnur anhängen. So, dann kann man wieder mal schauen, was man gemacht hat. Sieht jetzt besser aus jetzt als vorher. Schon ein bisschen. Der macht jetzt ganz horizontal aus. Wählen? Eben der, den du zusammengebunden hast. Der habe ich jetzt gezielt fest eingebunden, ja. Mhm. Weil er letztes Jahr so viel gewachsen hat, aber ihn gleich nicht unbedingt abschneiden will. Nicht Nein, ja nicht. Ja. Dann wächst er weniger, wenn er nicht anschneidet. Ja, jeder Schnitt tut das Wachstum fördern. Und je mehr ich schneide, desto mehr wächst so ein Baum. Und die Äste, die ich nicht will fördern, tun ich auch nicht anschneiden. Ja. Also angeschnitten sind jetzt einfach die drei Leitäste und die Mitte. Also eigentlich viermal, wo ich das Wachstum fördern. Und den Rest tun ich nur schlank schneiden, dass wir keine Bäse haben. Der hier, ja, eben, so wäre sicher nicht schlecht, ja.
Beim Binnen muss er auch schauen, wenn er einen Ast spinnen. Wie, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Da kommt die Schuhe nicht da vorne anhängen und so binden. Zuerst steigt er so ab 5 Grad und nachher ist er flach. Weil dann passiert einfach das, dass er hier austreibt am höchsten Punkt. Er muss eigentlich dort ziehen, wo der grösste Zug ist. Ist hier auch noch nicht ideal, weil er hier so ein bisschen steil genug rauskommt. Aber hier ziehen, dann kommt der ganze Ast mit. Dann muss man die Schnur dort anhängen. Na, wegen dem Fehlschutz. Der ist jetzt rundum ist er angefressen, oder? Ist jetzt der eigentlich fast kleiner, der Gatter für ja, das ist speziell, ich weiß nicht, was sie da. Ja. Was für Tiere sind. Aber normal, ich sage jetzt, Kälber oder Kühe lassen die um in Ruhe. Ja, okay. Ja, es ist schon so. Aber es ist rundum. Es ist speziell. Also ich habe eher das Gefühl, dass sich das Tier gestreckt hat und hier angefangen gemacht. Aber ich weiß nicht, was sie da für. Also ich finde jetzt, der Schutz so ist eigentlich gut, ja. Das ist überhaupt nicht normal. Oben Uil und es ist eigentlich sein normal. Ja. Stamm ist viel heikliger, ja. Aber ja, es ist halt der Wunden, oder? So quasi. Aber da wächst er zu. So sauber an, so ein bisschen verfranzelt, dann bleibt es immer feuchter hin. Und dann tun sie mir in der Obstschalage eigentlich sauber mit dem Messer die rausschneiden, dass es wieder so zuwachsen kann. Ja. Aber beim Hochstamm kenne ich es weniger, ja. Ja, das geht dann weiter, da kommt der ganze Esstür werden nachher, ja, ja. Und eben, dann verschleppt es sich immer weiter, oder? Dann hast du irgendwo die Sporen, die verteilen sich und dann hast du es. Ja, bei den Niederstamm hast du dann irgendwo ein Ding und alles, was du drunter findest. Und wenn der Baum oben der Baum irgendwo befallen ist, dann findest du drunter hin noch einmal ganz sicher, wie sie so richtig schön darüber tropfen, die Sporen. Dann ausschneiden, am besten bei trockenem Wetter, dass es nicht schon wieder reinhaken kann, so quasi. Ja. Sonst vom Baumschneiden her, vom Zeitpunkt her, kommt es eigentlich nicht gross drauf an. Äpfel, Birnen kann man eigentlich, sobald sie die Blätter keinen lassen, schneiden, weil dann sieht man es gut, wo welcher Ast ist. Sind nicht so heikel. Krise ist ein bisschen heikler, eben mit dem Holz, Holzkrankheiten, wo man eher, ich sage jetzt, von jetzt weg dann schneidet. Dass es einfach schneller der Baum wieder ins Saft kommt und die Wunde durch den Schnitt wieder heilen kann. Die zweite Hälfte Winter gegen den Frühling, März oder so, vor dem Blusch ist eigentlich ideal. Weil der Baum ist dann direkt im Saft, kann die Wunde wieder schliessen und ja, verheilen. Aber bei Äpfelbeeren ist es nicht so ein Problem, ja. Außer man hat eben der Topaz zum Beispiel, wenn er so ein bisschen kränkelt, dann ist es sicher von Vorteil, wenn man bei schönem Wetter und so schneidet. Ja. Cambium tut nachher wieder schön zuwachsen, oder? Ja. Weil es ist eben noch interessant, es kann dann original aussehen wie hier. Du kannst zum Teil direkt Dings müssen rausschneiden, solange das Krankholz dort ist, dann wuchern es alle weiter und nachher schneidest du es einmal aus und dann kannst du es mal zuwachsen. Wichtig ist einfach, dass eigentlich, wenn es wirklich Krebs ist, hast du so braune Verfärbungen, wenn du hier fast schneiden. Dann musst du eigentlich. Du nimmst ja eigentlich auch nur drinnen weg, wie jetzt hier und der Holzkörper bleibt. Und dann musst du am Rand noch sauber rundum eigentlich ein Rändchen gesund haben. Dass du mehr ausschnittst, als krank ist, so quasi. Dass du das braune Holz wegnimmst und so ein bisschen ins Gesunde ein breiter schnittst, als eigentlich krank ist und dass es rundum gesund ist. Und dann kann es wieder zuwachsen, ja. Wie viele Kürze musst du besuchen, bis du eine kleine Ahnung hast? Ja, Kürze sind noch eins, weil in der Praxis lernt man es dann. Wenn man nie anwendet, dann ist es schwierig. Was fast besser ist, wenn man eben Kurs so teilnimmt, wo man dann selber im Wohnbaum ist, wo man ein bisschen mehr Zeit investiert, dann kannst du viel mehr mitnehmen. Ja. Bietest du so einen Kurs an, so private, oder?
Nein, private haben wir keine, aber es werden eigentlich jährlich von landwirtschaftlichen Schulen ausgeschrieben. Ich meine, wir hätten Leiter dabei, wenn jemand Lust hat, kann er auch mit mir in Bamui kommen. ja, es hat ein paar Vereine, die in der Region alle Jahre wieder Kurs ausschreiben. Das hat schon, ja. Der letzte Programm, so Learning by Doing, hä? Ja, das ist schon so, ja.